Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play The Final Fantasy Legend 2. Wir sind endlich in der zweiten Welt angekommen und wir werden uns hier einmal umsehen, was es so alles gibt. Gut, hier sind wir scheinbar in so einem Sandsturm und das müsste der Kaktus sein, von dem uns erzählt wurde. Wir sollen 7 Schritte nach Osten gehen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt 7 Schritte nach Süden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und irgendwo soll ein weiterer Kaktus sein und da irgendwie weiter nach Süden. Okay, also hier ist zumindest schon mal ein Dorf. Wow, wo ist das? Was? Okay, der sagte jetzt, ein einzelner Goblin hat sich mit Hilfe der Macht der heiligen Schätze in ein Monster verwandelt mit 3 Köpfen und 6 Armen. Das ist Meister Ashuda. Wow. Der absolute Albtraum vom Goblin Slayer. Wenn sich jeder scheiß Goblin in ein riesiges Monster verwandeln würde. Aber das zeigt dann, wie stark und gefährlich diese Artefakte sind. Gut, das hier sind es alles Heile-Items. Die brauchen wir aktuell hoffentlich nicht. Ist das... saubere Arbeit, dass du es bis hierhin geschafft hast. Jemand muss dir erzählt haben, wo der Turm sich befindet. Also dann war das doch richtig, was der Barkeeper uns erzählt hat. So Seiyuto, das ist so, ich weiß nicht, so chinesisches Breitschwert oder so ähnlich. Und Säbel. Säbel ging im Vorgänger auf Geschwindigkeit und Seiyuto auf Stärke. Und die kosten richtig viel. Wow, da kommen wir ja gar nicht mit, so teuer wie ja alles ist. Oh. Was ist denn hier? Es haben sich Spione in den Turm eingeschlichen, die es auf Meister Ashuda abgesehen haben, aber sie wurden gefangen genommen. Gut, ja, hier können wir noch mal schlafen, wirklich notwendig ist es nicht, aber ich mache es der Vollständigkeit halber einmal. Gut, mal schauen, ob wir hier irgendwo doch was haben. Oh, der sieht lustig aus. Sag mir Bescheid, wenn du einen Spion unter den Wachen siehst. Da war irgendein angeberischer alter Mann mit einem Hut oder einen Hut trug. Das ist dann wahrscheinlich ein Hinweis auf unseren Vater. Also war der in dieser Welt dann auch schon? Oh, Green Slime. Barracuda. Und wahrscheinlich wieder dieser Dive-Eagle. Oh, da mache ich mir doch ein bisschen Sorge mittlerweile. Also langsam werden die Gegner schon echt sehr gefährlich. So, Dive-Eagle greift Rick an, aber verfehlt zum Glück. Barracuda fügt Rick auch keinen Schaden zu. Zelda greift jetzt mit Feuer an. Oh, Green Slime ist dagegen schwach und stirbt. Barracuda 69 Schaden. Oh, Dive Eagle stirbt auch. Nice. Fleisch vom grünen Slime. Hoffentlich bringt das was. Oh nein, ich habe einen Jaguar. Gott, warum kriege ich immer nur diese schwachen Monster? Ist ja fürchterlich. Gut, dann mal hier rein. Zombie, Kiesel, also quasi den, den wir vorher hatten. Und ganz viele von diesen Schlangen. Gut, Zelda greift mit Feuer an. Ich nehme an, ist effektiv gegen Zombie. Oh, der stirbt nicht mit einem Angriff.
Rick bekommt zum Glück keinen Schaden. Gut, dass der so viel Verteidigung hat. Sonst würde ich in dem Spiel echt nicht lange überleben. Das ist wirklich der ultimative Tank hier für uns. Okay, volle Kanne angreifen. Ah, Goku bekommt 27 Schaden. Den Rest habe ich jetzt zum Glück fertig gemacht. 366 Kilo, das ist sehr schön. Und 16 permanente Lebenspunkte für Goku. Muss ich überlegen. Ich glaube, ich verwende Potions. Außerhalb des Kampfes. Also hier bei dem Dungeon habe ich jetzt schon das Gefühl, dass das sehr schwer werden könnte. Wahrscheinlich hätte ich vorher erst noch mal so eine ganze Ecke irgendwie grinden müssen, damit ich auch gute Ausrüstung bekomme. Oh, das, das ist einer dieser, wie heißt es, dieser Käfer, die es in Japan so massenhaft gibt. Wie greife ich den an? Ich probiere mal Kälte, ob der dagegen schwach ist. Jawohl, der ist schwach gegen Kälte. Mit einem Schlag alle tot. Und Zeldas Zauberkraft hat sich permanent erhöht. Immerhin auf 7. Okay. Ich dachte eigentlich, dass sie mittlerweile mehr hätte, aber ja, okay. Gut, Green Slime und Zombies. Machen wir zuerst mal die Zombies platt. Und Gyarados greift die Slimes an. 13 Schaden nur, das ist echt erbärmlich. Wow, alle Slimes sind tot, mit einmal Flamme. Zombiefleisch, hoffentlich was Gutes. Jaguar wird zu Green Slime. Mal schauen, was er kann. Ach, den hatten wir sogar schon. Vor langer Zeit. Ist okay, aber... ich hätte eigentlich gerne was Neues, Aktuelles. Oh, Wurmfallings, quasi der allererste Endgegner im Spiel. Versuchen wir auch mal wieder mit Blizzard. Gut, verfehlt Wick. Greift Zelda an für 38 Schaden. Jetzt Blizzard und alle 5 tot. Zelda hat 16 Lebenspunkte permanent hinzubekommen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Werte auch hier steigen, abhängig davon, was im Kampf so passiert. Also wenn ich häufiger Schaden bekomme oder so, dann scheint bei mir auch die Lebenspunkte häufiger zu steigen. Machen wir wieder Flammen und greifen alle einmal so an. Goku hat 35 Schaden bekommen, aber das hält er aus. Wow. Alle tot, bis auf Barracuda. So, der greift mit Feuer an, besiegt den. Und Goku hat Stärke hinzubekommen. Schön, immerhin 8. Oh, ganz viele von diesen Pebbles. Kieseln, meine ich. Die greife ich am besten mal mit Kick an. Dann Flamme gegen alle. Davon ist leider keiner gestorben. Goku wieder 27 Schaden, nochmal 30. Nicht gut. Rick tötet den Zombie und Goku greift einen Kiesel an und besiegt einen. Nein, Goku hat wieder 14 Schaden bekommen. Den muss ich ganz schnell heilen. Oder Bronzeschild, damit er nicht sofort stirbt. Jawohl, Zelda hält ihn um 70 Lebenspunkte. Aodaishi greift Goku an. Für 15 Schadenspunkte. Gyarados benutzt Schmelzen oder so, oder was das ist. 53, tötet einen Kiesel. Goku verteidigt und Rick greift ihn an. 15 Schaden, aber tötet ihn nicht. Weiter draufhauen. Irgendwann sind sie erledigt.
Gut. 444 Kilo. Gut. Ja, das war jetzt ein heftiger Kampf. Da wäre beinahe jemand gestorben. Hier lasse ich alle einmal den Zombie angreifen und Zelda greift mit Feuer den grünen Slime an. Gut, mit Feuer sofort getötet. Und der Rest besiegt den Zombie. Mal schauen, wozu das Slime wird. Oh nein, wieder zum Jaguar. So ein Scheiß, hätte ich doch nur gespeichert. Gott, ich weiß schon, warum ich bei meinen meisten Spielen Monster nicht verwende, zum Beispiel beim vorherigen Durchspielen. Da habe ich ja auch auf Monster verzichtet und war damit eigentlich sehr glücklich. Verwendet wieder Flammen. Gut, Goku bekommt 36 Schaden durch den Zombie. Dafür tötet Goku jetzt diesen Kiesel. Ja, und den Rest lasse ich einfach nochmal angreifen. Zelda verursacht 59 Schaden mit dem Psycho Dagger. Goku bekommt einen permanenten Bonus auf Geschwindigkeit und Zelda bekommt plus 10 auf Lebenspunkte. Okay. Dann ja einmal Goku heilen. Ich speichere vorsichtshalber noch einmal, falls irgendwas hier jetzt noch passieren sollte. Vielleicht ich mal aus dem Dungeon rauskomme. Ich glaube, ich lasse Zelda mal hier diese Schlangen besiegen. Der Rest versucht da den Zombie zu killen. Gut, die Schlangen sind weg. Zombie auch. Und jetzt habe ich nur noch zwei Kiesel als Gegner. Und die versuche ich jetzt mit... probier es auch mal mit. Oder ne. Feuer. Weil Feuer ist in der Liste ganz unten. Zombiefleisch. Jaguar wird zum grünen Slime. Na. Okay. Rattenmann. Sieht wieder so ein bisschen wie ein... Werwolf aus. Gut, Pebble oder Kiesel mit Feuer kaputt machen. Der Rest greift den Rattenmann an. Goku hat 18 Schaden bekommen. Aber egal, schnell gekillt. Sehr schön, und wir erklimmen hier weiter den Turm. Säbel erhalten. Sehr schön. Das war, meine ich, eine sehr starke auf Geschwindigkeit basierende Waffe. Soll ich die vielleicht Goku geben? Ach ne, er hat nur Geschwindigkeit 6. Für Zelda wäre das ganz gut. Und Rick scheint keine Geschwindigkeit zu bekommen. Heißt das, er bleibt immer der langsamste Charakter im Spiel? Das wäre nicht gut. Und ich greife mal mit Feuer die Zombies an. Mal schauen, ob ich die alle mit einem Angriff töten kann. Es hat sogar geklappt. Und der Rest beißt sich jetzt an den Schlangen die Zähne aus. Genau, jetzt einfach alle mit normalen Angriffen drauf. Oh, Zelda hat 55 Schaden bekommen, die muss ich gleich heilen. 468 Kedo. Also sowas sieht man doch gern. Wen haben wir denn hier? Wer bist du? Wer seid ihr? Holzgolem oder Holzmensch? Greifen wir mal mit dem Dellinger an und hier Kick. Zelda verwendet Feuer, weil ich mal vermute, dass er gegen Feuer anfällig sein wird. Er verursacht keinen Schaden gegen Wick. Geil. Zelda jetzt mit Feuer, 135 Schaden, weil er dagegen schwach ist. Wick mit Dellinger, 43 und besiegt ihn. 99 Kilo erhalten. Oh, wer ist das? Hey, danke, du hast mich gerettet. Ich bin... Genau.
nenn mich den Maskierten. Ich bin gekommen, um Ashula zu besiegen. Diesen Bösewicht, oder diesen Halunken. Ihr scheint dasselbe Ziel zu haben. Lasst uns hier von hier an zusammenarbeiten. Und maskiert ein Mann in der Gruppe. Also, das ist scheinbar doch nicht unser Vater. Er hat Bronzearmreif. Sonst nichts. Aber seine Werte sind absolut Killer. Er hat nur keine Waffen momentan. Komisch. Also, der ist viel stärker als wir, aber... Was bringt uns das, wenn er keine Waffen trägt und nicht angreifen kann? Ach, hier kann ich dem doch was geben. Ich gebe ihm doch nicht. Bronzeschild? Nö. Langschwert? Warum kann ich denen keine Waffen geben? Das ist ja Schwachsinn. Da taugt er dann also nur irgendwie was als, keine Ahnung, zum Schaden absorbieren oder so. Ah, hier ist meine Ausrüstung. Damit kann ich kämpfen. Ach so ist das. Wäre ich nur ein paar Schritte weiter gegangen. So, der hat Kampfhammer, Bronzeschild, Bronzerüstung, Bronzehelm, Bronzearmreif. Ja, jetzt nicht gerade aufregend. Und ich kann dem nichts anderes geben. Schade. 3 Barracuda und 4 Rotknochen. Ich versuche die Rotknochen mit Feuer zu besiegen, weil ja, als das Skelette sind oder Untote sind, hat meistens gegen Feuer anfällig. Der Maskierte verursacht 185 Schaden und hat direkt One Hit, One Kill. Gut, 4 Rotknochen sind tot, Barracuda verursacht keinen Schaden gegen Wick. Und der Rest von meinen Leuten greift dann an und erledigt ihn nach und nach. Der Maskierte braucht ja nicht unbedingt anzugreifen. Barracuda-Fleisch. Oh, jetzt haben wir wieder den... Och ne, warum kann ich nicht mal gute Monster bekommen? Ja, ich verstehe halt nicht, wie dieses System funktioniert in diesem Spiel. Gut, selbe Strategie wie vorhin, alle auf dem Barracuda. Zelda verwendet Feuer gegen das Skelett. Der Rest greift gleich an. Ich trinke mal was, weil ich die ganze Zeit wie im Dauerbetrieb rede. Na, es geht... Nichts über einen schönen, warmen Fencheltee in der warmen Jahreszeit. Wow, ich habe einen Goblin. Oh ne. Oder ich schaue einmal nach rechts, ob da vielleicht irgendwie eine Schatztruhe ist oder so. Ich frage mich, ob es hier irgendwie unsichtbare Wände oder sowas gibt. Also ob es sich lohnt, jede einzelne Wand abzusuchen. Aber ich glaube nicht. Wow, 6-6. Das sieht gar nicht gut aus. Gut, alle... Es hat nochmal gegen die Slimes geholfen. Ich glaube Blizzard. Und der Rest greift hier diese Dive Eagles an. Oder Schokobo-Verschnitte. Oh, Garados ist tot. Ah... Boah, das frustriert mich jetzt sowas von. Immer weil ich diese schlechten Entwicklungen bekomme. Ne, kann niemand was mit anfangen? Ach, der wurde mit einem Lebenspunkt wiederbelebt. Ich glaub's nicht. Dieses Spiel, das ist ja unheimlich fair vergleichsweise. Im ersten Teil gab es ja sogar noch Permadeath. Oh je. Ganz viele starke Gegner.
Gut, ich versuche die Dive Eagle alle mit Blizzard platt zu machen und der Rest greift normal hier die Wachen an. Goku bekommt 40 Schaden durch den Dive Eagle, nochmal 39, das gefällt mir gar nicht. Aber davon wurden die alle mit einem Zauber besiegt. Ja, meine Leute haben alle keinen Schaden zugefügt. Ja gut, dann erledigt erstmal den Käfer. Und ich versuche die Wache dann mit Zaubern zu besiegen. Hat auch geklappt. Doch komm, bitte verwandle dich in was Nützliches. Schon wieder dieser blöde Pilz. Ich drehe ja noch durch. Ich bekomme keine vernünftige Entwicklung vom Monster. Dellinger erhalten. Gut, da ist ja noch was für einen Roboter. Rotknochen. Ja. Wobei, das ist nur ein einziger Stack mit 4 von denen. Da greife ich lieber nochmal an. Zauber bewahre ich mir dann eher dafür. Goku wurde vergiftet. Und ich habe kein Gegengift eingepackt. Ich wusste, ich hätte auf sowas achten müssen. Bin ich immer noch vergiftet? Nee, scheinbar nicht. Verschwindet scheinbar am Ende eines Kampfes. Gut, Gyarados heilen. Also irgendwie ist dieses Spiel hier, weiß ich, deutlich eher so geradeaus. Also weiß ich, ziemlich straightforward im Gegensatz zum ersten Teil, der ziemlich obskur war und keine Ahnung, mit merkwürdigen plötzlichen Statussteigerungen und sonst was. Und hier ist es alles so ein bisschen ausgeglichener. Aber man könnte sagen, dass da vielleicht auch ein Teil vom Reiz bei verloren geht. Wer weiß. Also da spielt sich auf jeden Fall deutlich mehr wie so ein typisches RPG. Bin gerade am Überlegen, ob ich die... Oh, gegen Ashura funktionieren keine Zauber. Ach, sind das wieder viele Gegner. Ich versuche die Dive Eagles mit Blizzard zu besiegen. Und der Rest greift dann die Slimes an. Ja, Goku hat wieder 40 Schaden bekommen durch die. Aber durch einen Zauber sind ja auch wieder alle tot. Schön. Goku ist K.O. Ja, ärgerlich. Ja, zum Glück scheinen die nach einem Kampf wiederbelebt zu werden. Also mal gucken. Nochmal Fleisch vom Dive Eagle. Zelda hat Feuer verloren und Vorsicht erlernt. Ja, okay, kann ich mitleben. Dabei fing ich gerade an, den Feuerzauber zu mögen. Uff, wie weit geht denn dieser Turm noch? Gut, die Green Slimes waren doch sehr gefährlich, deshalb versuche ich erstmal die platt zu machen und der Rest geht auf diese Dive Eagles. Ja, das ist doch eine bessere Entscheidung gewesen. Wow, ich habe die sogar in einer Runde besiegt und Zelda hat nochmal Zauberkraft bekommen. Wow. Goldschild, endlich. Das wollte ich Wick geben.
Der bekommt auch mal einen massiven Bonus auf Lebenspunkte und Verteidigung. Sehr schön. Wer heißt das? Zauberkraftquelle und Stärkequelle. Habe ich noch? Aus Stärkequelle gebe ich Goku. Und wie heißt das? Zauberkraftquelle gebe ich hier Zelda. Oh, wunderschön. Goku hat jetzt 11 Stärke. Und er hat ja diese Stärke-Magie. Dadurch müsste er nochmal 50% bekommen. Und Zelda hat jetzt 12 Zauberkraft. Und durch den Zauber-Magie muss sie auch, wie gesagt, 50% Bonus bekommen. Und das hier sieht echt nicht gut aus. Boah. Oder ne, alle gehen auf diese Wham Fallings. Und Zelda verwendet mal Flammen, das geht gegen alle. Mal schauen, wie viel Schaden die jetzt gibt. Wow, 100. Gegen Zombie sogar 118. Tot. Wham Fallings 95 Schaden. Alle Gegner mit einem Flammenzauber getötet. Unglaublich. Also das hat sich sowas von bezahlt gemacht. Oh, schon wieder so viele Gegner. Oh oh. Ich probiere wieder Flammen. Oh, Barracuda ist schneller als meine Leute. Aber jetzt kommt Zelda mit Flammen. Und sie scheint alle zu besiegen mit einem Angriff. Barracuda-Fleisch, will ich das? Nein. Sie greift den Rattenmann mit Blizzard an und der Rest greift hier diese Käfer an. Na gut, jetzt alle mit normalen Angriffen, da ist eh nur noch einer. Oh, das würde ich gerne wissen, ob das was kann. Rothorn. Nicht so gut. Aber immerhin Giftnadel. Na, schwach gegen Feuer. Also doch eigentlich eine schlechte Entwicklung. Goldhelm. Den gebe ich mal Goku. Damit hat er jetzt Verteidigung 11. Gut. Weil der steht ja an der Front und er braucht definitiv noch etwas zur Verteidigung. Oh, das ist schon der Shooter. Super, dann kann ich den Bosskampf ja doch noch in dieser Episode machen. Ach, Shooter. Du bist also gekommen, um zu sterben. Genau wie ich geplant hatte. Ach, seine Untertanen sind jetzt gekommen und haben Kai entführt oder so. Was hast du mit Kai gemacht, Ashuda? Oh, Kais Zauberkraft stammt von geheimen Schatz und er hat ihr den geklaut. What the fuck? Also habe ich das richtig verstanden? Er hat Kais Zauberkräfte be... Okay, sorry, gehen wir in den Kampf. Oh ey. Ist das echt schon der große Endgegner? Rick greift mit Dellinger an. Goku möchte ich mit Tritt kämpfen lassen. Zelda
Ah ne, Zauber funktionieren nicht gegen den, darum macht Zelda dann Psycho Dagger. Garados macht Punch und ja, der einfach Angriff. 155 Schaden. Ashura greift mit Flammen an. Oh, alle meine Leute bekommen an die 90 Schaden. Garados ist tot. Na toll. Wow. Ich glaube, den kann ich nicht besiegen. Zumindest nicht mit meiner jetzigen Gruppe. Goku, 6 Treffer, 266 Schaden? Ist das ein Kampf, den ich verlieren muss? Ja gut, wenn ich... Okay. Also wenn ich das nicht schaffe, was sehr wahrscheinlich ist, dann werde ich wohl nochmal irgendwie trainieren müssen. Ich habe ihn doch besiegt. 880 Kilo. Zelda hat Vorsicht verloren und Donner erlernt. Ashura, uah, das kann nicht sein. Ich will nicht sterben, nein. Uah. Heiligen Schatz erhalten, Stärke-Magie bekommen und Geschwindigkeits-Magie und Zauber-Magie. Zauberkraft-Magie. Außerdem noch Feuer-Magie und Kälte-Magie. Donner-Magie und Gift-Magie. Okay, Maskierter. Wir haben unser Ziel erfüllt. Da von hier an heißt es Lebewohl. Und er hat sich von uns getrennt. Machen wir Sorgen um Kai. Wir sollten zu Kai zurückkehren. Oh, jetzt sind wir zurück in der ersten Welt. Sind alle meine Leute geheilt? Yo. Das waren... Was ist passiert? Goku? Kai? Reiß dich zusammen. Kai antwortet nicht. Oh, wir haben noch einen Schatz bekommen. Verteidigungsmagie. Ah, okay, also... Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann müssen... Dann können wir Kai... Also sie ist scheinbar doch nicht tot. Aber um ihr zu helfen, müssen wir kleiner werden. Und quasi in ihren Körper gehen und da irgendwas machen. Ja, und die einzigen, die halt wissen, wie man sich verkleinern kann, das sind halt die Riesen. Gut, da werden wir dann in der nächsten Episode weitermachen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis dann.